Sagt mal, ihr kleinen Krabben, müsst ihr nicht schon längst im Bett sein? Wir können schon in der Bette sein, wenn wir nicht noch lernen hätten. Wie bitte? Das heißt? Wir könnten schon im Bett sein, wenn wir nicht noch etwas lernen würden. Ach nee, und warum sagt ihr das nicht? Haben wir ja gesagt, nur halt eben auf Dänisch. Das lernen wir nämlich mal eben gerade, aber mit Fremdsprachen hast du es ja nicht, Opa. Na, was soll denn das wieder heißen? Es ist doch so, du bist ja nun nicht gerade der Allerhellste. Wollt ihr damit sagen, dass euer Opa ein bisschen blöd ist? Das hat er nun endlich mal kapiert. Natürlich kann ich eine Fremdsprache. Ich spreche fließend die Babysprache. Die Babysprache? Jawohl, die habe ich damals auf der Säuglingsinsel gelernt. Säuglingsinsel? Du meinst mit richtigen Babys? Babys können doch noch gar nicht richtig sprechen. Eben doch. Die haben bloß eine etwas undeutliche Aussprache und keinen besonders großen Wortschatz. Die Säuglingsinsel liegt direkt in der Nähe vom Botnischen Meerbusen. Ich musste da mal eine Ladung Haferbrei hinbringen. Die Bewohner der Säuglingsinsel sind nämlich ganz wild auf Haferbrei. Weiß der Deibel warum? Schon von Weitem konnte ich ihr gieriges Geschrei hören. Und meine Ankunft wurde stürmisch gefeiert. Die waren nämlich unheimlich begeistert von mir. So einen großen Teddybären hatten die noch nie gesehen. Von dir begeistert? Also das könnten wir uns überhaupt nicht vorstellen. Ach nee, könnt ihr nicht? Die waren so begeistert von mir, dass sie mich gar nicht wieder weglassen wollten. Deswegen haben die auch mein Schiff versenkt und mich zu ihrem Lieblingsteddybären erklärt. Das gefiel mir zuerst auch ganz gut. Den ganzen Tag haben die mich geknuddelt. Es gab Haferbrei bis zum Abwinken, immer schön warme Milch. Und dabei habe ich so ganz nebenbei auch noch die Babysprache gelernt. Ein Hund zum Beispiel heißt Wau Wau. Ein Auto, Töff Töff. Ein Vogel, Piep Piep. Und Haferbrei heißt Ham Ham. Na, das ist ja eine hochkomplizierte Fremdsprache, die du da gelernt hast. Aber leicht zu merken. Naja, zugegeben, mit der Zeit fand ich die Gespräche auf der Säuglingsinsel etwas, nur sagen wir mal, eintönig. Man unterhielt sich nämlich über nichts anderes als Wauwaus, Töff-Töffs. Natürlich Ham Ham. Nicht auszuhalten war das auf die Dauer. Also entwarf ich einen kühnen Fluchtplan. Dazu benötigte ich nur ein geeignetes Fluchtfahrzeug und ab ging die Post. Zum Glück konnten die Kleinen nicht schwimmen. Die Rückfahrt selber war äußerst beschwerlich. Ich hatte als Paddel nämlich bloß einen gebrauchten Haferbreilöffel. Tja, so war das damals gewesen auf der Säuglingsinsel, nicht? Wie gefällt euch die Geschichte? Hey, das ist Babysprache, das kann ich übersetzen. Du hast wohl ein Piep-Piep. Das kannst du deinen Wau-Wau erzählen. Du hast ja wohl ein Rad ab. Na, sowas.